YouTube und herzlich willkommen auf EU2K TV zu einer neuen Folge vom NHL 17 DEL Saisonmodus, wo heute das 19. Spiel auf uns wartet. Aber da ja beim letzten Spiel wieder eine Verletzung aufgetaucht ist, beziehungsweise ja, wir ein verletztes Spiel mit Max Reinhardt hatten und ich da erstmal die Reihen austauschen musste, reiche ich euch jetzt die aktuelle Tabelle nach. Da sind wir auf Platz 1 mit 40 Punkten und 18 Spielen erst. Dahinter ERC Ingolstadt mit 37 Punkten. Aber auch schon zwei Spiele mehr. Dann die Thomas Sabo Ice Tigers, haben wir schon ein dickes Polster, 33 Punkte. Iserlohn Roosters, 31 Punkte. Fishtown Penguins, ich bin ja selber gerade erstaunt, mit 31 Punkten. Auf Platz 5 Düsseldorf AG, 30 Punkte. Grizzlies Wolfsburg, 30 Punkte. Die Eisbären Berlin, 30 Punkte. Dann auf Platz 9 München mit 29 Punkten. Schwenning mit 29 Punkten auf 10. Mannheim auf Platz 11 mit 28 Punkten. Straubing mit 23 Punkten auf 12. Krefeld mit 19 Punkten auf Platz 13. Und die Augsburger Panther mit 18 Punkten auf Platz 14. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich bin etwas erkältet, aber da mir die Folgen ausgehen und ich wirklich jeden Tag eine Folge hochladen möchte für euch, muss ich jetzt doch mal ein bisschen vorproduzieren. Deswegen müsst ihr eigentlich erkennen, wann ich aufgenommen habe und so. Beziehungsweise wie viele Folgen ich in der Erkältung aufgenommen habe. So, dann hier nochmal die Topscorer. Ryan McMurtry und Steven Rimeprecht, beide mit 21 Punkten auf Platz 1. Dann Michi Wolf hat 19, Andrew Kotchek hat 19, Jason Jeffrey 19, Blaine Down hat 19 und dann nochmal Darren Olver, Norm Miley und Marcel Gotsch mit 18. Jo, das waren die Tabelle und die aktuelle Scorerliste. Wir machen weiter mit dem Spiel gegen die Krefeld Pinguine. Ja, ist auch dann das erste Spiel von Christian Ehrhoff gegen sein Jugendteam und ich bin mal gespannt, was wir da heute so zeigen können. Und da sind wir wieder in der Arena zu Lanxess. Kommen wir mit breiter Brust, mit dem Derby-Sieg in dieses Spiel. Ja, ganz schöne Bildaussetzer finde ich das Spiel. Also es liegt nicht an meiner Aufnahme, das ist wirklich so hier. You look at the standings, you know there are a lot of teams above you, Doc, but I always thought about let's try to go out there, not necessarily win the game. You want that, but let's win the first period. Let's see what happens after the first 20 minutes of the game and then go from there. So I think small steps is such an important approach when you're a struggling team. So, da ist der Herr Driendl zu sehen. Also eigentlich vom Tabellenplatz müsste es ja locker für uns heute werden, aber ich möchte nichts beschreien. Ich wette, wegen Driendl ist der Ehrhoff auch nicht nach Krefeld, weil der die 10 hat. So, hier Gustav Wessler, 12 Siege, 2 Niederlagen, 1,91 Gegentore pro Spiel, Frankfurter 88,9, 4 Shutouts. Ja, letztes Spiel war ja kurz davor, der 5. Shutout zu werden, aber dann hat die DEG in der letzten Minute nochmal 2 Tore gemacht. Niklas Treutle, 5 Siege, 10 Niederlagen, 2,47 Gegentore pro Spiel, 91,2 die Fangquote, aber auch schon 2 Shutouts. Fangquote von ihm deutlich besser. So, Hager Jones Boucher. Jean-François Boucher spielt für Max Reinhardt, der sich ja verletzt hat. Das ist ja bei den Haien auch schon mal in der letzten Saison vorgekommen. Als Simonsen verletzt war. Oh, und jetzt haben wir ihn. Ja. Oh, Boucher. Ach, scheiße. Moved along and in. Puck is grabbed by Eriksson. Kicked out of the scrum. So, jetzt Ryan Jones. Probieren wir es nochmal. Ah, shit. Moves behind the net. Ja, Mann! Patrick Hager! 1-0. Läuft bei ihm. Gewaltig dieses Jahr. Ich habe nicht gerechnet, dass ich da ein Tor mache, weil da zwei Spieler vor ihm standen. Schauen wir uns nochmal an. Ja, ein Spieler war es, aber trotzdem. Patrick Hager mit seinem, wie vielen Saisontreffer? 9. Ryan Jones und Frederik Eriksson, die Assistenten. Und jetzt Hospelt auf Turnbull. Der ja auch momentan in Reihe 2 wieder spielt, weil Johannes Simonsen verletzt ist. Und Sean Lalonde auf Philipp Gugula.
Gugula. Nein, Turnbull, Alter. Das Tor war frei. Da war die Mega-Chance zum 2-0. Marcel Müller. Oh, Hospital fängt ab. Macht er gut. Glaube, ist der Eriksen eigentlich noch drauf. Ja, jetzt ist nämlich die Scheiße hier. Weslau, Alter, was ist das denn? Ey, da kriegst du doch schon wieder echt ein zu viel bei so Gegentoren. Mann, ey. Guckt euch die Scheiße an. Ja, hier sehen wir es nochmal richtig geil. Ja. Ein Traum. Oh, Erhoff hat die Scheibe. Mulock, der hatte die DEG fast im Alleingang abgeschossen im letzten Spiel. Nein. Jawohl, Potter, ey. Verliert er erst den Puck, schlägt rüber. Oder macht dann trotzdem rein. Ich glaube, es ist sogar mit Assist von Christian Erhoff. Was schauen wir uns mal an, das Tor? Zweiter Saisontreffer für Corey Potter. Da drehe ich mich und dann hau ich vorbei, aber dann geht er immer noch. Jo, Christian Erhoff. Scored gegen seine Krefelder. Und da ist Marcel Ohmann. Aber der kann die Scheibe nicht kontrollieren. Und Uvira fängt den Puck hinten ab. Trägt ihn ins Krefelder Drittel. Scheiße. Und Moritz Müller. Boah, Sulzer. Aber Treutl hat die Scheibe. Vier Siege, drei Niederlagen, drei Overtime-Siege für Krefeld, also eigentlich gar nicht so schlecht. Und Umicevic, der Ex-High. Ist das richtig, dass Umicevic die nicht mehr die 84 hat, sondern die 48? Nicht, der hat die 84 behalten. Starker Check von Mo Müller. Oh, Boucher verpasst ganz knapp. So, Müller trägt die Scheibe raus. Und Hager übernimmt. Ah, Mann. Oh, jetzt die Chance, Dan Byers. Ah, da ist zu aktuell. Ah, oh, scheiße. Jones kriegt ihn nicht. Penguins continuing on along the boards. Picks it up back there. So, Potter. Now it's directed to Aaron. Cologne's on the move up the wing. Looking from the corner. Good shooting place. Making progress in the defensive zone. The Penguins wheel it up the wing. Scooped up by Erhoff. So, er auf schickt Potter. And he gains the zone. Near the last minute of the first.
Oh, Eriksen. Und das gibt eine Strafe. Aber da musste ich so handeln. Das wäre wahrscheinlich durch gewesen. Das war jetzt so die typische Eriksen-Strafe. So, Erhoff kriegt ihn aber nicht raus. Aber Potter auf Mulock. Ja, und damit sollten wir wahrscheinlich mit 2-1 in die Pause gehen. Ich bin erstaunt, dass ich wirklich mal 2 Tore im ersten Drittel erziele. Ja, 2 Schüsse aktuell Krefeld, ich habe 5 und es steht 2-1. Und Christian Erhoff. Und das sollte wohl ein deutliches Penalty Killing werden. Oh nein, Mann! Scheiße. War Eriksen einen Schritt zu schnell? Und Hager. Hemley gegen Hager. Boucher. Was gibt's nicht? Wir kriegen. Jetzt haben wir. Ryan Jones. Hager, das gibt's nicht. Boah, wäre der Krefelder nicht gewesen, wäre der reingegangen. Und ich meine nicht Reutle. Hospital verliert Bulli. Und Turnbull. Ah, scheiße, Mann. Wir hatten die Scheibe hier. Westloch, ach Mann, ey. 2-2. Das ist ätzend. Mann, Mann, Mann. The Penguins have even the game here. Still in the second period. Schimanski mit dem Ausgleich. Cologne's got another face-off win. Und Turnbull. Can he generate something? Slid just inside the line to Salzer. Weiß nicht, was ich da jetzt vorhabte. Oh oh. Und den hat Breslau. Just over 7 minutes have elapsed here in the second. We are at 2 goals apiece. Oh, scheiße, Mann, Erhoff. Martin Schimanski, ein Tor bis zum Hattrick, hat beide Tore gemacht. Oh, Mann. So, Latta. Stark gemacht. Oh, aber da bleibt er hängen. A shot. Just couldn't find the target. You have to give yourself a chance here. You cannot move past the net. He gains the zone. Knocked it away with the stick. The Penguins with possession in their own end. Stark von Latta. Scheiße. Near the boards. Und Erhoff stellt sich einfach mal da. Jawohl, Erhoff mit der Chance. Boucher, Mann. Boah, Latta in die Fanghand von Treutle.
Penguins with a face-off win. Jones is hooked and und das gibt eine Strafe gegen Krefeld. Oh. Gute Chance eigentlich. War aber leider die Rückhand. Und Hager gewinnt das Bulli. Oh, das gibt's nicht. Penguins controlling play through the neutral zone. Up the wing and moving well. Wie dumm war das denn? Gains the zone and looks over his options. Nein. Hätte ich mal Mund gehalten. They check the clock and prepare to defend some more. Cologne's in control of the puck in their own end. So, Eriksen. Along the boards, pressing on with it. Und meine Mitspieler haben mal wieder keinen Bock. Die warten lieber mal eine Runde. Ja. Da hast du einfach keine Chance, wenn der einmal hinten rausgespielt wurde. Weil die kommen ja nicht mehr mit hier. Die warten ja. Hier, jetzt bin ich wieder der Einzige mit Hager, der vorne ist. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht eher auf die NHL-Spielfläche ausgelegt ist. Keine Ahnung, was EA hier gemacht hat. Lalonde, aber wieder in die Fangen von Treutle. Julok, Sulza, nein! Habe ich nicht kontrolliert bekommen. Ey, lass den Bayers in Ruhe hier, Mensch. Sonst gibt's heiße Ohren. Hembley auf Mancari. Micevic. Julok auf Kremmer. Und jetzt Sulza. Scheiße, Mann. Also richtig sicher ist der Treutle nicht, oder? Julok. Keeps it going behind the goalie. Back on his stick. Hat er immer noch? Oh, Treutle. Nächster Save. Ah, Latta verliert's Bulli. Hanusch. Und Marcel Müller gegen Christian Ehrhoff. Oh nein! Und Moritz Müller mit der Chance zum Breakaway. Nee, Quatsch, Sebastian Uvira ist das ja. Nein! Das wäre das typische Uvira-Ding gewesen. Oh, oh man, verpasst ganz knapp. Und da ist das zweite Drittel aus. Haben die Krefeld aber Glück gehabt zum Schluss. Schussstatistik 8 zu 13. Und Schlussdrittel. Peter gegen Hager. Das gewinnt der Krefelder. Und Boucher wird geschickt. Ah, der ist zu langsam. Oh, scheiße, Mann. Oh, stark gemacht von Hager. The Penguins have it between the blue lines. Perfect pass, tape to tape. He's got it at center ice from right wing. Pass cut. Passes to the slot. With a blast. Wow, Wesslau hat ihn. Oh, the goalie was screened on that shot. You got to rely on your position. Und jetzt Hager auf Boucher. Reinwechsel wäre jetzt mal geil. Heads on to the corner. Oh, Potter. Oh nein, Strafe gegen uns.
Ryan Jones. Malone's been assessed a minor penalty. 2 minutes, and the call is tripping. The Penguins' power play gets another chance to operate. Hasn't been effective yet. Trying to go to Byers. Byers mit der Chance zum Breakaway. Ja, Mann, TJ Mulock. Shorthander. Und Mulock trifft schon wieder. It's Mulock time. Malone's got the lead by just a single goal thanks to that one they just scored. And they also have a decisive advantage in time of possession. Und Mulock gewinnt das nächste Bulli. Aber wenn es jetzt 3-3 steht, dann habe ich selbst Schuld. Ja, dann habe ich selbst Schuld. Weil ich mit dem Potter da so eine Scheiße mache. Wie kann nur der Puck denn da jetzt so reingehen? Hat er jetzt geschossen oder? Vancari. Ach, okay, der hat ihn reingeschoben. Third period heroics for them. Let's see what happens next. Cologne's got that neutral zone faceoff. Oh, Hospital auf Turnbull. Eriksson. Backhander to the net. Save. Pointed to Eriksson. A shot. Hospital, der ging zu weit. He got lots on that dock. The one timer just missed over top of the cage. Oh nein, Collins! Da waren sie jetzt dumm, dass sie nicht rüber gespielt haben. Kukula! Ach Mann, ey. Oh nein! Schon wieder eine Strafe. Ich bin so dumm. Oh, Moritz Müller bringt die Scheibe raus. Und Byers geht hinterher. Oh, Mute, nein! Scheiße, Mann. The winds have shifted yet again. This is going to be an interesting third period. It's an onside play. Oh, Mulock. TJ Mulock. Looking from the corner. Aha, scheiße. Na gut, das bringt eigentlich Zeit. A chance to clear. Sulza, nein! Ujicevic! Oh Gott, haben wir da ein Mehl gehabt. Looking from the blue line. Around through the corner. Cologne survived it. Back even. To the point. Sends it across the blue line. Out to the point with it now. Save. And he'll Yo, cover. Hamba. 3-3 steht's nur noch. Heidewitzka. Cologne's got a face-off win. Und Hospelt. In their own end, still have control. Boah, Potter kriegt Platz. Nein! Hospelt, ey! Ey, nix hält der Treutler, aber so ein Safe macht er. Stark von Potter. Dann kriegt Turnbull. Ah, Mann, ey! Penguins ready in attack back in the defensive zone. Noch 6 Minuten. Has it picked up. Und Potter hat schon wieder die Scheibe auf Gogula. Cologne's got possession along the boards. Around through the corner. Ich krieg ein zu viel. Gathered in by Erhoff. Pass right up the wing. Das gibt's nicht, ey. Der Treutle ist echt der Nemesis von Hospelt. Schon zum zweiten Mal jetzt. A hockey game is a game of lead changes. This one now is even.
Point blast. Oh, and he misses. See if the momentum turns after that missed opportunity. Oh, jetzt Marcel Ohmann, Reihe 4. Moving it now along the side. Puck gathered in behind the net. Latta. And at an angle to Eriksson. Scheiße. Back in his defensive end to get it. Turned right away with the poke check by Eriksson. So, Latta hat nur mal die Chance. Still battling. Oh, wir haben Powerplay. Oh, Sulzer. Viel zu hoch, Mann. So, vielleicht können wir es noch nutzen. 52 Sekunden. Nein! Nein, das bringen sie raus. Das bringen. Oh, 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 oh. Lalonde. Und Eriksson treibt an. Och, Hagermann, passt doch daneben auf. Und Erhoff. Ach, Mann. You want to score goals, you have to go to this area. You got to find a way to put it in the net. Ach, scheiße. Good job on that face-off, tying the man up. And he takes the heat off by clearing. Oh, ich glaube, das war's. Got it in his own end. So, jetzt mal Potter. No, was macht der denn? Warum legt er den Puck denn nicht nach hinten? Nein! Ah, jetzt gibt's Overtime, ey. So eine Scheiße. Ah, verschenkte Punkte. Gegen Krefeld. Tabellenkeller. Hier, Schussstatistik 12 zu 19. Aber jetzt haben wir 4 gegen 3. Period begins with one team still short. The penalty continues on this face-off. Forcing the goalie to crane left and then right. Oh, haben die ein Glück, ey, das gibt's doch gar nicht. Still time on this power play, but not much. Da kriegen wir einen hin. To Eriksson. Up the boards, head up as he carries it. On to Jones. Nein! Penguins kill off a hugely important penalty. Ja, Mann, Patrick Hager macht das. And the overtime is finished. Jo. And finally the horn goes. Patrick Hager, das Monster bei uns. Wir auch schon in den letzten Playoffs in NHL 16. 21 zu 12 Schüsse, Hager, Mulock und Potter, die Spieler des Tages. Süß der Hager auf dem Bild. Ja Leute, erfreulicherweise hat sich mal keiner verletzt. Das heißt, wir können uns auch nochmal die aktuelle Tabelle gerade reinziehen. Wenn wir gerade bis zum nächsten Spiel simulieren, was gegen Ingolstadt dann morgen ist. Gegen Platz 2, das ist ganz gut, dann können wir uns absetzen, wenn wir gewinnen sollten. Außerdem haben wir eh noch eine Rechnung mit denen offen. Wo ist denn jetzt die Tabelle da? So, hier haben wir es. Also, wir auf Platz 1, 42 Punkte, aber auch 2 Spiele weniger. Ingolstadt dann auf Platz 2 mit 39 Punkten. Thomas Sabo Ice Tigers 35 Punkte. Grizzlies Wolfsburg 33 Punkte. Iserlohn mit 32 Punkten auf 5. Ebenfalls 32 Punkte. Red Bull München auf 6. Düsseldorf mit 31 Punkten auf 7. Bremerhaven auf 8 mit 31. Und auch Schwenning mit 31 Punkten auf 9. Und auch die Adler Mannheim mit 31 Punkten auf Platz 10. Also da ist richtig was drin. Und dann hier noch die Eisbären Berlin mit 30 Punkten auf 11. Und dann ist mal eine kleine Lücke von 7 Punkten. Straubing ist da auf Platz 12 mit 23 Punkten. Krefeld mit 20 Punkten auf 13. Und 19 Punkte schlusslich die Augsburger Panther. Und dann kommen wir jetzt nochmal ganz, ganz fix zu den Topscorern der Liga. Ist immer noch Sean Lalonde mit 16 Punkten bei uns. So, Ryan McMurtry 23, Steven Reimprecht 22 und dann Gotch und Blaine Down 20, genauso wie Jeffrey, Wolf und Kocek. Jo! Das war's dann auch für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. War ja mal ein richtig spannendes Spiel wieder. Und ich habe mich auch gar nicht so oft aufgeregt wie sonst. Deswegen, also heute lief's eigentlich mal ganz gut.
Auch wenn es erst in der Overtime entschieden wurde, ich bin auf jeden Fall an dieser Stelle raus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn das noch nicht passiert ist. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund, macht's gut und ciao.